Hallo, mein Name ist Chlorophyll, ihr seid auf dem Kanal der Rezones und es gibt eine neue Episode vom Freestyle Friday. Wie immer gibt es ein Beat, ein Thema und eure Begriffe, die wir bei Instagram gesammelt haben. Der Beat kommt diesmal vom Kais, das Thema ist Essen und eure Begriffe habe ich mir hier aufgeschrieben. Und bevor wir loslegen, verpasst dem Video einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Los geht's! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Runde Freestyle Friday. Heute gibt's ein wunderbares 6-Wörter-Menü. Lassen Sie es sich schmecken. Ey, geht's ums Essen, lass ich mich nicht stressen, da wird sofort losgegessen. Yap, yap, yap. Leute, so sieht's aus, ja, komm, wir starten, ich schau, ich hab so einen verdammt großen Hunger. Los geht's, was geht ab, ja, ohne Koma geh ich zu meiner Speisekammer. Und was für ein Jammer, die ist leer, oh mein Gott, der Hammer, ich geh also direkt was einkaufen, muss erstmal los und nix saufen, denn ich habe einfach nur Knast, ich habe Hunger. Los geht's, was geht ab, ey, yo. Manchen wird es nicht passieren, die gehen einfach jeden Tag dönieren. Erst ein Dürüm, Lahmacun und dazu ein halbes Huhn oder Köfte. Was geht ab, yo, öfters passiert sowas mal. Leute, was geht ab, it's the Freestyle Friday, Hunger auf dem Instrumental, yo. Und was ist das, mach mal's Radio leiser. Tomate oder Paradeiser? Wo sind wir denn hier? Germany, Austria? Kein Plan, egal, war mal da. Ja, und der Pfingstochse. Immer unterwegs zu Pfingsten, ja, da staunste. Schick angezogen ist das Vieh. Denn manche essen überhaupt kein Fleisch. Manche werden vom Essen immer reich. Ich fühle mich bereichert von jeder Mahlzeit. Dreimal am Tag ist es mindestens so weit, also such ich mir was aus, pack es aus, bereit es zu und mach was draus. Freak to the style, kochen einfach mal so, ey yo, bye, ey. Nahrung ist the number one, was schönes Essen, yo, manche haben Fun. Manche essen selten, manche essen viel, doch wir sind jetzt hier im Freistil. Manche sind kein Allesesser, wissen dafür alles besser, ziehen das Taschenmesser und schneiden damit ihr Kobefleisch. Du isst Kobefleisch, bist du so viel reich? Noch nie probiert, aber schmeckt bestimmt gut, dieses Tier, yeah. Aber manchmal reicht's auch ohne, dann reicht mir auch nur eine grüne Bohne. Mit ein bisschen Curry, Leute, was geht ab, ey, yo, don't worry, ey, hey. Es gibt auch eine Stadt und da gibt's das Essen satt, die ist in NRW. Immer wenn ich das sehe, denke ich mir, okay, yo, da essen alle immer. Und ich hab gerade gelesen, eine der gefährlichsten Städte in Deutschland gewesen oder aktuell. Ich sag mal schnell, nur Nudeln essen macht nicht hell. Nee, ist Mansala. Hab immer ein bisschen Gemüse am Start auch. Schon hell gesagte, heute gibt es Reis. Deine Mutter, sie weiß Bescheid. Frag sie und sie gibt dir etwas Butter. Yep, ich mach die Knuspen für den Spargel super. Yep, lecker, Schmecker, fein Schmecker, fein Bäcker. Ich bin dein Rapper. Beatbox, Beats to the top, whatever. Yeah, seid ihr noch hungrig? Ey, oder wird ihr vor den Augen schummrig? Trink zwischendurch mal ein Glas Wasser. Und schon ist der Tag am Start. Alles easy peasy. Leute, geht zu eurem Freezy. Öffnet ihn und was ist drin? Sei froh, egal was drin ist, ja, denn nicht jeder kriegt es hin. Yeah. Guten Appetit. Das war's vom Freestyle Friday diese Woche. Wie hat euch der Beat gefallen? Habt ihr einen Themenvorschlag? Dann ab in die Kommentare damit. Wenn ihr auch mal ein paar Begriffe für den Freestyle Friday beisteuern möchtet, geht auf unser Instagram-Profil. Da machen wir immer eine Umfrage. Der Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr es vorhin nicht schon getan habt, dann ist jetzt die richtige Zeit, um diesen Kanal zu abonnieren oder uns einen Daumen nach oben zu geben. Kostet ja nichts. Hier gibt's jetzt noch die aktuelle Folge von unserem Vlog, das Making of unserer Grand Beatbox Battle Wildcard. Unbedingt reinziehen. Oder hier alle Folgen vom Freestyle Friday, falls ihr eine verpasst habt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Freestyle Friday.